Wo ist die denn? Wir sind durch. Okay. Keiner von denen hat Munition. Schade. Oh, nice Medpack. Hey, hier ist nichts drin. Dann können wir, glaube ich, wieder einen Abflug machen, würde ich sagen. Können wir da irgendwie noch mal reingucken? Was denn, Sleepy? Viel Spaß im Vollbild. Bin ich hier auch schon jemanden getötet? Nee, ne? Okay, muss einen Weg durch dieses Gebäude geben. Keine Zettel? Was ist denn da los? Wir müssen noch was über diesen Ort erfahren. Owen, bitte sag mir, dass sie dich nicht erwischt haben. Okay. Die rote Tür. Ja, aber wollen wir nicht erstmal unten noch gucken, ob vielleicht ein Zettel da rumliegt oder so? Vielleicht gibt es da einen Zettel. Oder Tape. Oh! Oh, 4 Schuss! Ich hab Munition! Haben wir schon mal wieder ein Magazin. Nice. Die Leiche ist trotzdem gedespawnt von dem, den wir erschossen haben. Sieht aus, als wenn das mal irgendwie so ein Krankenhaus war oder sowas, ne? Nee, The Last of Us ist ein Sony-Exclusive-Titel. Das wird sich nicht ändern. Das ist ja ein... Ich will keinen Tipp. The Last of Us ist ja... ein Zugpferd für PlayStation-Verkäufe. Gut, beim zweiten Teil bin ich mir nicht so sicher. Wobei... Es gibt ja auch Leute, die feiern das und geben den 10 von 10. Aber ja, The Last of Us wird es definitiv nirgendwo anders geben. Außer Epics Chef macht da einen sehr guten Deal.
Deswegen habe ich gerade extra nochmal gesagt. Oder der macht einen guten Deal. Was ist nicht Tommy seine Tasche? Das kann ja passieren. Also ich meine, wir haben ja, wie gesagt, Detroit Becomes Human haben ja auch auf dem Computer. Jetzt muss ich nur noch runter zur Straße. Es sind immer noch 5 Kilometer. Okay. Ich packe das. Ich bin mir leider nicht sicher. Seattle ist echt schön geworden. Das stimmt, Lantanek, nur dass in Pripyat keine Berge sind im Hintergrund. Und Wasser, da ist ja der Ozean beim Riesenrad. Aber schön, also Leveldesign technisch ist es echt gut geworden. Da kannst du echt überhaupt nichts sagen. Also das Grün und wie sie die Natur halt in die Städte integriert haben, ist echt nicht schlecht. Also das ist auf jeden Fall schon Meisterwerk, könnte man sagen. Was ist das hier? The Ball. War klar, direkt in ein Ska-Lager gerannt. Und ein Zettel. Der muss gleich wieder an. Wie nett. Auf echt schräge Art. Oh. Sieht aus wie eine Glock. Freust du dich über die neuen Upgrades der Waffen? Die sind so, die sind komplett neu und noch nicht im Spiel gewesen. Ja, ich freue mich gerade sehr, dass wir die Waffen upgraden können, ja. Also gerade, weil wir auch bestimmt super viel Munition gleich finden werden und dann die richtig nutzen können. Also auf jeden Fall. DJ, ich rede von der Welt. Ich rede nicht von dem Game. Zuhören. Die Welt, das Leveldesign. Ich rede vom Leveldesign, nicht vom ganzen Game. Zuhören. Please. Ah.
die Berge waren vom Olympic National Park. Da kennst du dich wieder aus, Svenny. Das ist wieder dein Revier. Kann man da jagen? Oder warum weißt du das? Ich glaube, wir gehen mal runter, oder? Die Ältesten wird es freuen, so nah beim Märtyrertor zu sein. Verdammt! Dieser Ort ist rau. Weiter, runter. Aber er erfüllt seinen Zweck. Also, sollen wir auch nach den Ausreißerinnen suchen? Emily führt bei Sonnenuntergang einen Trupp in den Wald. Sie findet sie. Gut. Möge die Prophetin Gerechtigkeit walten lassen. Mögen sie als Beispiel für andere dienen. Nicht mal deine mach das. What the fuck? Hallo? Mädchen! So. Oh shit! Oh, das ging noch. Oh Gott, oh mein Gott! Halt! Halt, stopp! Moment! Oh, 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 nee, nicht schon! Ja! Scheiße! Scheiße, 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 ich muss groß! Au! Au! Oh shit, aua! Ah! Oh, ich hab mich selber gesprengt. Huch! Huch! Ja, gut. Die Rohrbombe war jetzt nicht die beste, okay? I'm sorry. Es ist ein Wolf! Hier drin! Feigling! Wo ist denn jetzt Mopsi mit dem Hammer? Wo ist der Wolf? Durchsuch die Ruinen. Spürt sie auf. Zeug. Mit dem Schalldämpfer ist cool. Volle Fahrt, Herr Kaloi! Ja.
Hier drin! Oh shit, fertig, komm! Nein! Oh Gott! Ah! Oh Gott, fertig, komm! Fertig! Scheiße, Oga! Ah, hier ist er, Leute! Hau ab! Abby, lauf! Nicht entkommen lassen! Nee, mach mal den nicht! Ey, Mann! Oh! Mann! Oh, diese ganzen unnötigen, sinnlosen... Mann, ey! Wieso sitzen die in allen Ecken? Ich möchte meinen Bogen wieder haben, Chad. Wir sind unter Ein Wurf ist hier! Okay. Hannah! Bagger. Schwer ist das. In den Dorn! Darius, moin! Von ihr. Leise! Direkt! Da oben! Das ist unser alter Schalldämpfer, ja, wa? Nee, ist eine Flasche. Chad, here we go. The big one. Nimm doch den Hammer. Nein,
Moment! Keine Munition, los! Wir sind denn hier noch? Seht nach, wer da ist. Wir werden angegriffen! Okay. Gut. Das war's. Mal, ob wir noch irgendwie was finden. Zettel vielleicht. Wir sind dann fertig hier, oder? Jo. Jetzt muss ich runter zur Straße. Und gleich der nächste. Hey. Hey. Ist alles okay? Ja. Schlechtes Timing? Nein, nein. Und was gibt's?
Gibt es Befehle? So ähnlich. So ähnlich? Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Owen. Wann warst du das letzte Mal hier? Seh dich um. Sieh dir alles an. Was? Moment. Ist Alice auch hier? Draußen mit Mel. Ist bei euch alles okay? Läuft die Beziehung gut? Größtenteils ja. Ich meine, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh, hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Also, was hast du gemacht? Naja, ein paar Pflanzen entfernt, gestrichen. Du überstreichst doch nicht etwa Max' Wandbild. Ich verschönere es. Das ist echt ein Aufstieg von Firefly Graffiti. Oh, hast du schon von dem neuen Firefly gehört? Ex-Firefly. Tja, sie hat gehört, dass sie sich in Santa Barbara sammeln. Hatten sie auch irgendwelche Beweise dafür? Nein. Ach, echt? Dieses Spiel ist folgendermaßen. Ihr, abends, weiblich, Diskothek, voll am Tanzen, einen schönen Shampoos mit Mandarinen oder ein Getränk deiner Wahl, schön am Dancen und dann steht er da, der heiße Typ. Und ihr denkt euch so, puh, den nehme ich heute aber mit nach Hause. Er ist bestimmt eine richtige Rakete in der Kiste. Hier, im Bett gelandet. Beide riemig bis unter die Dachlatten. Da geht's richtig rund. Du, Frau, setz dich drauf. Reitest wie eine Kaputte. Und er alle 5 Minuten, kurz bevor er fertig ist, kurz bevor du deinen Orgasmus hast, hört er immer auf. Er hört immer und immer wieder auf, weil er das nicht durchhält. Oh ja, Mel und ich haben hier einen kleinen Wettkampf. Oh, ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. So ist das Spiel. Es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Sei ganz locker. Nummer 1. Ich bin stolz auf dich. 2 geschafft. Aber noch nicht alle. Oh, gut gemacht. Ah. Heilige Scheiße. 5. Was geschafft, App. Wow. Isaac, wer beschämt.2, um mich zu schlagen. Kein Druck. 30 Sekunden. Ja, hier sind doch gar keine mehr. Oder doch? Oh, hier. Mach doch nichts. Es ist wirklich eine irre komplizierte Technik. Du bist so ein Arsch. Verdammt, du hast es geschafft. Du hast die meisten Punkte. Ich habe noch Zeit übrig, stimmt's? Nur noch 10 Sekunden. Fünf, 4, 3, 2. Ja, ist egal, ich habe die meisten. Geschafft! Ha, beim ersten Mal. Wie gefällt dir das? Ja, ganz toll. Du kannst einfach alles. Sei still und schreib meinen Namen auf. Mach ich. Später. Hast du Angst, dass Mel rauskriegt, dass ich hier war? Nein, das ist ihr egal. Dann schreib meinen Namen auf, Owen.
Okay. Ganz ruhig. Okay, es gibt noch eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Los, komm hoch. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein! Das wäre eigentlich ziemlich cool. Das ist sogar noch cooler. Komm schon. Okay. Wo genau bekommt man das Game? Ich finde es nirgendwo. Weder bei Steam noch bei Epic. Dieses Game gibt es nur auf der PlayStation. Das ist ein PlayStation Exclusive. Nach dir. Hast du das alles gemacht? Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Und jetzt? Probier das. Und? Eine schöne Aussicht. Oh, na klar. Wahnsinn. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Sie ist verrückt nach Weihnachten und wir haben Jahrestag, also. Das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Warum hast du so gute Laune? Habe ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich habe Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay, aber selbst wenn er wirklich da ist und du ihn findest, weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist, stimmt's? Sagst du es den anderen? Es sind alle an Bord. Mel eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam, klar? Klar.